Videocheck. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin's, der Paul von Videocheck, und heute geht es um eine Buchrezension. Wow! Ja, da ich aber keine Zeit habe, ein Buch zu lesen, sondern das während der Autofahrt mache und so meine Zeit sinnvoll nutze, habe ich es als Hörbuch downgeloadet. Und zwar kommt das ganze Teil von Gerald Hörhahn. Der stille Raub. Wie das Internet die Mittelschicht zerstört und was Gewinner der digitalen Revolution anders machen. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, die digitale Revolution, was ist das? Ne? Herzlich willkommen im Internet. Ne? Das gibt es ja jetzt schon länger, sagt ihr, das ist ja nichts Neues. Was soll sich da ändern? Und das Buch ist auf jeden Fall mega interessant und kann ich nur jedem empfehlen, der ein Geschäft mal aufmacht oder sich einen Beruf aussuchen will, der noch in der Berufsbildung ist. Oder der bereits ein Geschäft hat und quasi zur Old Economy gehört und das Internet ein bisschen besser verstehen will oder was auf uns zukommt, was uns erwarten wird und was man machen muss, damit man nachher nicht als Verlierer dasteht. Und es wird auch schön beschrieben, wie die Mittelschicht langsam wegfällt und warum und was man dagegen tun kann, beziehungsweise was den meisten Leuten wahrscheinlich passieren wird. So, ich würde mal sagen, rede ich mal kurz über die negativen Sachen, die mir jetzt dazu einfallen. Negativ finde ich, das für mich persönlich, wahrscheinlich nicht für die meisten, wer sich da schon auseinandergesetzt hat mit Gerald Hörhahn, negativ finde ich auf jeden Fall, dass er das Buch nicht selber gelesen hat. Positiv vielleicht für andere, die ihn nicht kennen, die werden denken, halt, was ist das für ein Vogel? Ich habe Gerald das erste Mal in den Videos von Chris Steljes gesehen. Chris Steljes macht Social Media, Marketing und sowas. Und da hatten die so Beiträge, Vorträge gemacht und da dachte ich erst, was ist das? Ist das von Martin Semmelrogge, der Neffe oder der Cousin? Ne? Was ist hier los? Ist das Comedy? Aber wer ihn genauer zuhört und genauer zuschaut, sag ich mal, und begreift, was er macht, der weiß auf jeden Fall, dass es nicht immer auf die Optik ankommt, womit er auf jeden Fall auch provozieren, polarisieren will, denn nur wer provoziert, der interessiert oder wie ist das? Ist auf jeden Fall richtig cooler Typ. Und er hat auf jeden Fall mit vielen Dingen recht und ich kann auf jeden Fall das Hörbuch nur wärmstens empfehlen. Ihr könnt euch natürlich auch das Buch kaufen, wer das Buch lesen will, ist gar kein Problem. Ihr könnt aber auch das Hörbuch gratis kriegen. Wie das funktioniert, ich packe unten einen Link rein in die Titelbeschreibung. Das läuft über eine Audible-Probe-Mitgliedschaft. Und ihr könnt natürlich auch das Buch ganz normal kaufen. Also es ist nicht schweineteuer und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall von mir 5 Points vom Videocheck. Ja, das ist wie gesagt die digitale Revolution. Und sowas, was ich hier mache, gehört übrigens auch mit zur digitalen Revolution. Denn es wird irgendwann immer weniger Einzelhändler geben. Und die Leute brauchen Beratung, die wollen wissen, wie das Ding aussieht. Die können es ja nicht mehr anfassen. Im Internet kann man nichts anfassen. Und Bilder sind sehr langweilig. Und Videos, die von dem Verkäufer selber meist hochgeladen werden, sind teilweise grottenschlecht, weil einfach das Budget für ein kleines Produkt nicht ausreichend ist. Und deshalb, wie gesagt, bin ich Teil der digitalen Revolution und kann auf jeden Fall dem Buch nur einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, guckt auf jeden Fall mal rein, zieht euch eine Probe raus. Ihr könnt das Hörbuch auch umsonst runterladen. Ihr müsst bloß dran denken, innerhalb der nächsten 3 Monate das Audible-Abo wieder zu kündigen. Das ist auch alles im Internet erklärt, wie das funktioniert, relativ einfach. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Videocheck, beziehungsweise in der nächsten Rezension von Amazon. Bis dann, euer Paul. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Bock drauf habt, was ihr darüber denkt, über die digitale Revolution. Schreibt mir und besucht uns auf Facebook und seid happy dabei. Ne? Also bis dann, euer Paul und schöne Grüße nach Wien und auch nochmal nach Berlin. Bis dann, ciao.